So, wir stehen heute Abend vor dem Stadtmuseum in Schwabach, wo gerade eben die Eröffnung zu Ende gegangen ist von Networks in Schwabach mit ein paar wunderbaren Programmen, moderiert von Oliver Tissot. Und wir stehen deswegen hier draußen, weil das ein fantastisches neues Museum ist, ein wunderschöner Bau, der erst dieses Jahr eröffnet worden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat aber eine große Qualität, die ihn für die NSA besonders beliebt machen sollte, denn er ist dermaßen gut abgeschirmt, dass man innen drin kein Netz hat. Deswegen stehen wir vor der Tür und filmen einfach mal ein bisschen hinein. Was man hier sehr schön sehen kann, der Eingangsbereich, die Leute, die jetzt gerade schon ein bisschen gelangweilt waren von der Öffnung, die gehen jetzt, aber die meisten bleiben noch drin. Wir schleichen uns jetzt mal heran und machen einfach von außen ein bisschen das Video weiter. So, und dieses Gebäude ist so gut abgeschirmt, dass man tatsächlich kein Netz mehr hat innen drin. Und weil heute auch noch das WLAN vor Ort ausgefallen ist, war es besonders schwierig. Das heißt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal von außen an und gucken. Also, da hat es stattgefunden. Da sitzen die Leute, da stehen sie. Da sehen sie im Gespräch den Musiker Bastus Tump zusammen mit dem Moderator Oliver Tissot. Vielleicht kriegen wir noch eine etwas bessere Aufnahme. Moment. Ja, man sieht es nicht so gut. Ja, es ist nicht so spannend, wie ich dachte. Da haben Sie völlig recht. Ich hatte auch gehofft, das ist spannender. Wir gucken jetzt gleich mal das Kunstwerk an, was es hier gibt. So, das aus, was aussieht, als wäre da langes abgehangenes Moos von oben runtergefallen, ist tatsächlich das Kunstwerk, was hier in dem Hause stattfindet. Und und das ist aus lauter kleinen Goldfäden gewirkt. Das heißt, wenn man da dran vorbeistift und so ein bisschen die Hand ausstreckt, kann man sich schon mal einen Monat lang von ernähren. So. Noch ein Schwenk über das Gelände. Jetzt gehen wir gleich noch mal rein. Vielleicht reicht ja doch die Verbindung und sie bricht nicht ab, bevor wir mit jemandem gesprochen haben. Durch die Tür kommen wir nicht. Innen drin gibt es immerhin kostenloses Essen und Trinken. Das sollte lohnenswert sein. Hier war gerade die Eröffnung von Networks in Schwabach, ein Großraumfestival zum Thema Kultur und Öffentlichkeit zwischen Analog und Digital. So, da kommt noch ein letzter Gast, der hat das Wichtigste schon verpasst. Ja, Dankeschön. ja. Ich Herzlichen suche den Dank. Herrn Bastus. Ah ja, der steht da und ist im Gespräch. Ah? Der ist da drin, der Herr Bastus. Ja. Na klar doch. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Man sieht hier sehr schön. Da oben ist unsere Twitter-Wall. Wie sieht der aus? Der hat eine Brille und sieht aus, als wäre er ein intelligenter Musiker. Also, so. So ähnlich, ja, danke. Sagt mir, ich soll vorbeischauen. Das ist jetzt das Kunstwerk. Seehofer-Wagen. Von innen. So, da kann man sehen, wie das von innen ausschaut. Das Ganze spiegelt sich auch noch hier unten auf dem Boden. So, laufen wir mal durch. So, das ist keine Treppe. So, die Goldfäden nach oben. So, das sind die ersten Versuche, ein bisschen Gold mitzunehmen. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen nach innen und schauen, wen wir noch alles treffen.
das Schwabacher Verkehrsmuseum mit Einbahnstraßenschildern. Entweder wollen wir eigentlich eher da sein, wenn wir schon in der Richtung hochladen. Naja, Christoph. Ja, ich wollte nochmal. Warum wir nicht weggucken? So. Toll, ja, also, soweit hat es offensichtlich geklappt. Wir sind mitten drin. So. So, dann schauen wir mal, da vorne sind. So, da vorne ist der Oliver Tissot und da warst du es drum, zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt. Aber wir sind nur gerade live im Internet, deswegen nicht erschrecken. Jawohl, live auf Periscope. Sehr gut. Vielen Dank für die schöne Eröffnung. Der Stream immer wieder abgerissen, aber heute ist hoffentlich besser. Nee, hier ist das WLAN-Lager. Kein WLAN hier, das macht es besonders schwierig. So, wunderbar. Sehr schön. Am Samstag ins Konzert kommen. Hier. Okay, super. Schauen wir mal, das ist die Rallye, die es hier vor Ort gibt. Und es gibt auch eine ganz besondere Leckerei vor Ort, habe ich gesehen. Die bekannten Schwabacher Lebkuchen. Ja. Nehmen wir das gleich ein. Er stellt es gerade auf Periscope. Unzufrieden mit der Öffnung? Ja, schön, oder? Das ist super schön gelaufen, ja, ne? Finde ich auch. Ja, find ich. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Nein, also hat gut zusammengebracht. Es sind ja doch sehr viele divergente Geschichten und ja. Trotz alledem hat er das jetzt durch seine Art und Weise witzig verspielt ins Netz gebracht, vernetzt ja. Sozusagen. Und ich finde auch, dass jeder gut dabei wegkam, die verschiedenen Sachen, die wir hatten oder die wir haben, gut rüberkamen.